Gerade jetzt im Sommer ist es einfach lästig. Immer wieder muss Melissa Uhrig aus Speyer ihre Brille wechseln. Von der Sonnenbrille auf die normale und wieder zurück. Es ist natürlich immer nervig, bei jedem Eingang und bei jedem Ausgang das Handling mit den Brillen. Und man verhudelt sich, man muss aufpassen, dass sie einem nicht runterfällt. Das ist einfach störend. Deswegen will sie heute ihre Augen lasern lassen. Ihre Mutter begleitet sie zur OP. Auch beim Sport störte sie die Brille. Da hatte ich tatsächlich noch die Kontaktlinsen drunter. Ja, aber da ging auch eine Brille drunter, ne? Aber blöd. Nee, unter die geht keine Brille. Mit Kontaktlinsen als Alternative konnte sie sich auf Dauer nicht anfreunden. Den Entschluss zur OP hat sie sich dennoch nicht leicht gemacht. Mit dem Gedanken habe ich schon länger gespielt, mir die Augen lasern zu lassen. Und von einer meiner besten Freundinnen, die Schwester, hat sich das vor 2 Jahren machen lassen. Und hat dann tatsächlich nur Gutes berichtet. Da lag es für mich dann auch einfach nahe zu sagen, okay, ich traue mich das jetzt auch. Die 32-Jährige ist kurzsichtig. Das heißt, die Lichtstrahlen, die ins Auge fallen, werden bei ihr nicht auf der Netzhaut, sondern davor gebündelt. Dadurch kann sie in die Ferne nur unscharf sehen. Melissa Uhrig hat eine Fehlsichtigkeit von -1,5 Dioptrien. Ich sehe tatsächlich so die Armlänge noch ohne Probleme. Eine zweite Armlänge wäre jetzt dann schon nicht mehr möglich. Der Fernseher zum Beispiel ist etwas, das ist total verschwommen. Im Laserzentrum an der Mannheimer Uniklinik war sie bereits zur Voruntersuchung. Heute steht die OP an. So, dann herzlich willkommen. Grüßen Sie. Hallo. Bitte schön, Sie dürfen hinten auf dem schwarzen, hochlehnigen Stuhl sich bequem machen. Professor Michael Knorz war vor rund 30 Jahren einer der Ersten, der in Deutschland Augen gelasert hat. Inzwischen lassen sich mehr als 100.000 Menschen jährlich lasern. Augenlasern ist eines der am sichersten Verfahren. Infektionen im Augenbereich sind eine absolute Rarität. Wenn wir das vergleichen mit der normalen Chirurgie, kennen wir das praktisch gar nicht. Insofern ja, sehr sicheres Verfahren. Voraussetzung dafür? Ein Mindestalter von 18 Jahren. Die Fehlsichtigkeit muss in den vergangenen 12 Monaten konstant geblieben sein. Es dürfen keine weiteren Augenerkrankungen oder Entzündungen vorliegen und die Hornhautdicke muss ausreichend sein. Bis zu einer Dioptrienzahl von -8 ist es sehr wahrscheinlich, dass die Fehlsichtigkeit mit der OP komplett ausgeglichen werden kann. Wie wir das ja auch schon besprochen hatten, ist alles in Ordnung, die Augen sind absolut in Ordnung. Keine Probleme, ist auch jetzt keine Entzündung oder Reizung da, sodass wir bedenkenlos operieren können. Melissa Uhrig hat eine geringe Fehlsichtigkeit. Bei ihr wird die sogenannte Smile-Methode genutzt. Hier wird mit einem Speziallaser zunächst im Inneren der Hornhaut ein Hornhautscheibchen, ein sogenanntes Lentikel, gelöst. Anschließend wird das Lentikel über einen nur 2 mm großen Lasereinschnitt entfernt. Durch das Entfernen des Hornhautscheibchens verändert sich die Brechkraft der Hornhaut. Das Licht bündelt sich wieder auf der Netzhaut. Man sieht scharf. Beim Femtolasik-Verfahren wird per Laser eine Lamelle in die Hornhaut geschnitten und wie ein Deckel zurückgeklappt. Dann wird ein Hornhautscheibchen per Laser entfernt. Vorteil: auch eine leichte Weitsichtigkeit kann damit korrigiert werden. Bei der Lasik-Methode wird Material von der obersten Hornhautschicht entfernt. Um die Hornhaut zu schützen, wird während des Heilungsprozesses eine Kunstlinse eingesetzt. Diese sogenannte Oberflächenbehandlung kann auch bei Patienten mit sehr dünner Hornhaut angewendet werden. Die Lasermethoden unterscheiden sich im Wesentlichen durch den Ablauf der Heilung und den Komfort. Die Oberflächenbehandlung ist mit der längsten Heilung verbunden. Die empfehle ich nur, wenn unbedingt nötig, sprich die Hornhaut ist zu dünn. Die zweiten Verfahren, Femtolasik und Smile, sind grundsätzlich gleichwertig. Bei Kurzsichtigkeit bietet die Smile den Vorteil, dass ich das Auge schneller belasten darf. Deswegen empfehle ich dann die Smile-Methode. Haben Sie noch eine Frage? Kann ich Ihnen noch was beantworten? Nee, ich freue mich, um ehrlich zu sein, einfach drauf, ja. Dann geht es schon in den OP. Rund 15 Minuten wird die Korrektur ihrer Kurzsichtigkeit dauern. Kurz vorher hat Melissa Uhrig betäubende Augentropfen erhalten. Dann legt der Laser schon los. Sie selber spüren nur einen Druck, spüren keinen Schmerz, ist nur der Druck. 20 Sekunden braucht der Laser, um die Hornhautscheibe freizulegen. Ich habe schon die Hälfte geschafft. Und das war schon der kritischste Teil. Die Laseroperation hat hervorragend funktioniert. Alles gut. Die Hornhautscheibe ist gerade mal 0,1 mm dick.
Nur mit Hilfe des Mikroskops kann der Augenchirurg diese entfernen. Dann haben wir diese Lamelle rausgeholt. Sehr gut. Für die Korrektur zahlt Melissa Uhrig knapp 4.500 Euro. Aus eigener Tasche. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Behandlung nicht. War nicht so wild, gell? Nee, also. Super. Aufgrund der hohen Kosten entscheiden sich viele Patienten für eine Laser-OP im Ausland. Das kam für Melissa Uhrig nicht in Frage. Auch in der Frankfurter Augenklinik sieht man solche Auslandsbehandlungen kritisch. Immer wieder kommen Patienten, die die OP im Ausland durchführen ließen, zur Nachbehandlung zu Professor Kohnen. Das ist das wichtigste Sinnesorgan, das wir Menschen haben. Und da sollte man nicht leichtfertig mit umgehen. In Deutschland hat man doch den großen Vorteil, dass man letztendlich eine geregelte Nachsorge hat. Gibt es mal irgendwas, was nicht so ganz rund läuft, dann hat man seinen eigenen Arzt, den man auch kennt. Und von daher würde ich es immer vorziehen, hier zu sein, um auch letztendlich das Follow-up, ist ja auch immerhin ein operativer Eingriff, dann auch hier durchführen zu lassen. Zudem hat in Deutschland die Kommission für refraktive Chirurgie klare Richtlinien für die Behandlung festgelegt. Patienten sollten auf derart zertifizierte Ärzte achten. Wenn Sie zu einem KRC-zertifizierten Arzt gehen, dann können Sie sicher sein, dass der eine Ausbildung hinter sich hat, sich mit dem Thema refraktive Chirurgie wirklich auseinandersetzt, sich einmal im Jahr weiterbildet und wirklich den Zahn der Zeit versteht, die neuen Entwicklungen der refraktiven Chirurgie verstanden hat. Eine Liste der zertifizierten Ärzte findet sich auf der Homepage des Berufsverbandes der Augenärzte. In der Augenklinik setzt Thomas Kohnen eine weitere Methode ein. Denn nicht immer ist Lasern der beste Weg, eine Fehlsichtigkeit zu korrigieren. Kurzsichtigkeit ist nur bis minus 8 Dioptrien gut korrigierbar. Eine Hornhautverkrümmung und Weitsichtigkeit je nach Methode nur sehr eingeschränkt. Dann sind Alternativen sinnvoll, wie eine Fake-Linsenimplantation. Dabei wird eine künstliche Linse zusätzlich zur körpereigenen Linse eingesetzt. Geeignet insbesondere bei starker Fehlsichtigkeit oder dünner Hornhaut. Wenn man nur einen Laser hat, dann macht man alles mit Laser. Wenn man nur einen Linsen-OP hat, macht man alles mit Linse. Also ich denke, man muss beides irgendwo anbieten oder sich mit Leuten zusammentun, die sagen, okay, ich habe das halt nicht, dann schicke ich es halt mal an meinen Kollegen weiter. Sein Tipp? Wer überlegt, seine Fehlsichtigkeit per OP korrigieren zu lassen, sollte sich zumindest eine Zweitmeinung einholen, ob und mit welcher Methode die Korrektur sinnvoll ist. Wie gut eine Laserkorrektur funktioniert, hat Jessica Fernandes erfahren. Sie hatte ihre OP mit dem Smile-Verfahren vor einem Jahr. Minus 4,75 Dioptrien und eine Hornhautverkrümmung schränkten sie in ihrem Beruf als medizinische Fachangestellte stark ein. Ich habe einfach mit Brille nicht gut das Mikroskop eingestellt bekommen. Deswegen war es einfach für mich, die Brille abzuziehen. Und das Schwierige daran war halt natürlich immer der Blick auf den Bildschirm. Wenn ich irgendwas schreiben musste, musste ich die Brille wieder aufziehen. Also das war schon etwas nervig. Deshalb hat sie sich fürs Lasern entschieden. Zwar brauchte sie die Brille bereits direkt nach der OP nicht mehr, aber der Heilungsprozess dauerte etwas länger. Die komplette, volle Sicht hatte ich ungefähr nach 5 bis 6 Wochen circa. Also wirklich, dass ich auf 0 Dioptrien war. In dieser Zeit hatte sie auch eine der häufigsten Nebenwirkungen des Laserns, trockene Augen. Ja, es fühlt sich einfach ein bisschen gereizt an, würde ich sagen. Also nicht direkt, wie wenn man jetzt irgendwie einen Fremdkörper im Auge hat oder so, aber es ist einfach so ein bisschen anstrengend auch, ne? Gegen das unangenehme Gefühl nutzte sie in den ersten Wochen Augentropfen. Trockene Augen sind einfach zu erklären. Sie entstehen dadurch, dass der Laser die feinsten Nervenfasern der Hornhaut durchtrennt. In dem Moment wird die Hornhaut unempfindlich und meldet nicht mehr, Achtung, ich trockne aus. Also wird nicht genügend Tränenflüssigkeit produziert. Sobald die Nerven nachgewachsen sind, ist alles wieder beim Alten und ich habe keine trockenen Augen mehr. Diesen Heilungsprozess hat Melissa Uhrig noch vor sich. Wenige Minuten nach der OP ist sie noch etwas benommen. Ich habe so ein leichtes Kribbeln, Brennen in den Augen. Ja, ich sag mal so, als wäre das Sandmännchen da gewesen. Aber ansonsten fühle ich mich sehr, sehr gut. Ich sehe immer noch milchig, aber ich sehe schon wieder Dinge. Bis zum nächsten Tag bleibt der milchige Schleier noch. Dann wird sie nach und nach besser sehen.